Der Ehebänkellied von Alice Behrendt. Beim Sonntagskaffee reckte sich die Mutter und sprach feierlich zum Vater: Höre, lieber Mann, dieweil du selbst nicht denkst daran, so sage ich es klipp und klar: Regine ist jetzt 20 Jahr. Also. Ach, sprach der Vater weich und lind, Regine ist ja noch ein Kind. Ich kann mich nicht dazu verstehen, sie als erwachsen anzusehen. Und dann, jetzt sprach er weniger mild, die Freier wachsen doch nicht wild. Also? Ich weiß, dass in der schlechten Welt ne Heirat täglich schwerer fällt, erwiderte die Mutter drauf, und gerade darum pass ich auf. Von Meyers ist der Sohn zurück. Man sagt, er hatte großes Glück. Also? Du ladest ihn noch heute ein, dann lass es meine Sache sein. Regine zieht das Weiße an und spielt ihre Sonate dann. Zum Kuchen, den Regine bäckt, spendierst du eine Flasche Sekt. Also? Der Vater ging, der Meier kam. Alles verlief nach dem Programm. Regine in dem weißen Kleid schlug das Klavier geraume Zeit. Und auch der Kuchen und der Sekt haben Herrn Meiern wohl geschmeckt. Also? Man sah sich oftmals wieder dann, zu Hause und im Restaurant, traf zufällig sich überall, in den Theatern, auf dem Ball. Auch hörte Meier nebenbei, wie klug und sparsam Gine sei. Also? Drum eh 2 Wochen noch ins Land, warb Meier um Regines Hand. Sie sagte ja und wurde Braut. Sie hatte alles längst durchschaut. Er hatte ihr auch gleich gefallen, er war der Netzte doch von allen. Also? So kam die feierliche Feier, bei der Regine ward Frau Meier, wo man in Wehmut schluchzen sah und auch in Freude die Mama, wo man in kamen Nähter lang neckisch das junge Paar besang. Also? Nur wie Meier möcht ich leben, schöner Liebespflicht ergeben, sang berauscht im Kreise man, bis der schöne Tag verrann, und als der Mond am Himmel stand, das junge Ehepaar verschwand. Also!